dropping bass like a motherfucking atom bomb. Geht ihr mit dem Flow, euer Fraps ist hier. Und zwar mit einem neuen God-Mode-Glitch, Leute. Und zwar befinden wir uns hier am Riesenrad. Da kommt ihr dann auf einmal hin und dann kommt ihr hier an dieses Geländer. So, nun wartet ihr, bis euch diese Gondel, also überschritten hat. Dann drückt ihr die Rechtstaste und sofort Options. So, dann geht ihr auf irgendeine Spieleliste, die ihr euch davor erstellt habt. Und dann wartet ihr ab, bis die Gondel anhält und ihr gerade einsteigen wollt. So, ihr müsst da jetzt echt vorsichtig sein. Ihr habt gesehen, ich habe mich da kurz bewegt und dann müsst ihr sofort X spammen, Leute. So, wenn ihr dann X gespammt habt, kommt ihr hier in diese Mission rein, Leute. Da geht ihr einfach sofort raus. Alles am besten so schnell wie möglich machen. Ich denke, das ist schnell und einfach erklärt. So, wenn ihr dann draußen seid, Leute, habt ihr God-Mode, beziehungsweise ihr seid im Passivmodus. Das zeige ich euch jetzt. Da steht Passivmodus deaktivieren. Aber das Geile daran ist, ihr könnt euch jetzt theoretisch in ein Fahrzeug einsetzen. Die Leute können euch nicht killen, nicht durch Granaten, durch gar nichts. Aber ihr könnt diese Leute überfahren, wie ihr schon sehen könnt. Die werden mir ganz normal angezeigt. Ja, hier in dem Fall hat mir Mutschki geholfen. Wir hatten das auch mit World Fantasy Game aufgenommen, aber er hatte keine Zeit. Also sein Video könnt ihr morgen sehen und Mutschkis auch morgen. Also abchecken lohnt sich. So, wie ihr hier sehen könnt, ich kann ihn jetzt überfahren. So. Wenn ihr aber Waffen benutzen wollt, macht ihr einmal Selbstmord über das Interaktionsmenü, Leute. So, wenn ihr dann tot seid, spawnt ihr irgendwo da unten am Strand. Jetzt kommt eine sehr, 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 sehr wichtige Angelegenheit. Und zwar müsst ihr jetzt Options drücken, Leute. Auf Optionen gehen, Options Online Optionen gehen und auf Passivmodus deaktivieren. Das wird euch grau angezeigt, aber ihr könnt, wenn ihr dann draufklickt, Leute, und rausgeht, dann steht der Passivmodus wird deaktiviert und dann kommt dieser Timer hier. So, wenn dieser Timer dann hier gekommen ist, Leute, dann könnt ihr eure Waffen benutzen und ihr seid immer noch im Passivmodus. Natürlich zeige ich euch das. Hier der Mutschki war davor Normalansicht und jetzt könnt ihr sehen, er ist im Passivmodus, keiner kann mich anschießen. Die Leute können euch anvisieren, Leute, aber sie können euch nicht killen. Aber wenn die jetzt irgendwie Granaten oder so auf euch werfen, dann sterbt ihr, Leute. Ihr müsst echt aufpassen. Also durch Explosives könnt ihr sterben. So, jetzt zeige ich euch das. Nämlich, wenn ihr mit einer Waffe zielt und die Leute auf eure Waffe schießen, Leute, dann kriegt ihr Schaden. Aber das ist das einzigste Negative daran. Aber ich würde euch empfehlen, wenn ihr so Leute killen möchtet, dann würde ich euch diesen Auto-God-Mod-Glitch empfehlen. Wo ihr dann im Auto drin sitzt und alle überfahren könnt, einfach in Kuruma einsteigen und alle überfahren und ja, es geht eigentlich alles super easy. Hier zeige ich euch das nochmal kurz, wie das der Mutschki macht. Er drückt einmal die Rechtstaste, hat halt kurz gebackt, ist in den Job gegangen und dann wieder raus, dann hat er ja schon God-Mode. Ja Leute, im Grunde war es eigentlich auch schon von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen, lasst auf jeden Fall ein paar Likes da, würde mich echt freuen. Diesen Glitch hat auch auf jeden Fall Freight Train What the Fudge gefunden. Link zu ihm ist natürlich unten in der Beschreibung. Abchecken, Digga. Und ja, im Grunde wäre ich dann raus. Haut rein, euer Fraps. Ciao.